Was ist die Aussparung zur Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell läuft ja zum 1. Juli diesen Jahres 2019 die neue Rentenanpassung. Das heißt also, im Osten und im Westen bekommen die Rentnerinnen und Rentner ca. 20 Millionen höhere Renten. Und da passt es eigentlich ganz gut zum Thema. Die meisten bekommen ja die Rente, aber es gibt eben auch einen kleinen Prozentsatz von Rentnerinnen und Rentnern oder Rentenbeziehern, die die Rentenerhöhung eben nicht bekommen. Und ein Grund dafür ist die sogenannte Aussparung. Die Aussparung ist gesetzlich im § 48 SGB X geregelt und da steht eigentlich nichts weiter drin, als dass derjenige, der einen rechtswidrig begünstigenden Rentenbescheid bekommt oder eine Rente bekommt, also die zum Beispiel zu hoch ist, dass der dann daraufhin nicht auch noch die Rentenanpassung bekommt. So, und die, so ein Klassiker ist halt eben, dass die Deutsche Rentenversicherung vor ein paar Jahren einen Rentenbescheid erlassen hat und die Rente einfach falsch berechnet hat. Und keinem ist es aufgefallen. Und irgendwann mal nach 7, 8 Jahren kommt dann irgendein Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung und sagt, ja, Sie kriegen ja eine viel zu hohe Rente. Aber die Rücknahmefristen für diesen ursprünglichen Rentenbescheid sind abgelaufen. § 45 SGB X ist hier nicht mehr anzuwenden. Und dann bekommen Sie ja weiterhin diese tatsächlich zu hohe Rente ausgezahlt. Und der Mehrbetrag, den Sie ausgezahlt bekommen, der wird Ihnen mit der sogenannten Aussparung nach § 48 Absatz 3 SGB X wieder weggenommen. Und zwar macht man da Folgendes, man sagt dann ganz einfach, Sie bekommen dann in den nächsten Jahren oder vielleicht nur ein Jahr, das kommt immer darauf an, wie hoch der Betrag ist, der da Ihnen zu viel gezahlt wird, bekommen Sie eben einfach keine Rentenanpassung. Und da gibt es leider auch Betroffene, die schon 20 Jahre keine Rentenanpassung bekommen haben, weil die zum Teil so hohe Rentenbeträge bekommen haben. Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass nach der Wende 1989-90 hier die Renten zum Teil, naja, salopp gesagt, wüst berechnet worden sind. Und das hat dann, weil das eben auch, da waren auch alle überfordert, letzten Endes dazu geführt, dass viele Rentnerinnen und Rentner auch im Osten zu hohe Renten bekommen und die werden jetzt von der Rentenanpassung ausgespart. Ein Klassiker auch in diesem Bereich sind die sogenannten Intelligenzrenten aus der ehemaligen DDR. Das heißt also die Leute, die ab dem Jahr 2004 die sogenannten Feststellungsbescheide bekommen haben, ja, hier hast du die Intelligenzrente, aber in Wirklichkeit steht die ihnen gar nicht zu. Und dann ist das jetzt aufgeflogen, indem zum Beispiel der Rentner da bei der Deutschen Rentenversicherung einen Antrag gestellt hat auf die Anerkennung der Jahresendprämien. Und dann ist das aufgeflogen. Ja, und dann nehmen diese Leute eben an den aktuellen Rentenanpassungen nicht mehr teil. Und zwar so lange, bis der rechtswidrig erhöhte Rentenbetrag durch die unterbliebene Rentenanpassung abgeschmolzen ist. Näheres zum Thema Aussparung und Rentenanpassung 2019 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.